Hallo, du Liebe. In der nächsten Meditation entführe ich dich auf einen kleinen, kraftspendenden Waldspaziergang. Hast du Lust, dabei zu sein? Die Natur ist ein wunderbarer Kraftquell und ganz, ganz viele Menschen, das höre ich immer wieder, können ganz Kraft tanken, viel Energie tanken in der naheliegenden Natur und darin auch letzten Endes einen sicheren Ort finden, wo sie sich jederzeit hinbegeben können, wenn sie das Bedürfnis danach haben. Ich lade dich jetzt ein, mitzukommen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß im Wald auf einem wunderbaren Spaziergang. Du liegst jetzt ganz entspannt auf dem Boden, auf deiner Matte. Wenn du bequem liegst, dann schließe gerne deine Augen. Mit geschlossenen Augen kannst du alle anderen Sinne viel intensiver wahrnehmen. Konzentriere dich jetzt ganz auf dein Gehör. Und nimm ganz bewusst die Geräusche um dich herum wahr, die in deiner Umgebung sind. Vielleicht hörst du das Rascheln von Kleidung. Vielleicht hörst du die Uhr ticken. Das Holz knackt. Nimm auch gerne Geräusche wahr, die von außerhalb deines Raumes, wo du dich gerade befindest, kommen. Und dann versuche, die Stille, die hinter all diesen Geräuschen existiert, wahrzunehmen. Diese Stille, die im Grunde immer vorhanden ist, die aber oft verdeckt wird und manchmal doch aus dem Klangteppich herauskommt. Manchmal kann man Stille mehr spüren als hören. Es ist eine ganz besondere Art der Wahrnehmung, die Stille erkennt. Ja, und dann suche doch jetzt einmal nach diesen Augenblicken der Stille. Fange sie ganz bewusst ein mit deiner Aufmerksamkeit. Und stelle dir vor, du könntest diese Stille hineinleiten in deinen Körper. Ja, lass diese Stille dann einkehren in deinen Körper, die unter allen Geräuschen verdeckt vorhanden ist. Und dann lass diese Stille sich langsam in deinem ganzen Körper ausbreiten, sich Raum nehmen dort. Die Stille bewirkt ein tiefes Gefühl des Friedens, der Ausgeglichenheit und der Entspannung in dir. Ja, nimm immer mehr von dieser Stille auf und stell dir dabei vor, wie sie sich ganz langsam in deinem ganzen Körper ausbreitet. Bis in die Fußzehen, bis in die Fingerspitzen, im ganzen Körper.
tiefer Frieden und Ausgeglichenheit breiten sich in dir aus. Und aus dieser Entspannung heraus beginnst du einen Waldspaziergang. Stell dir vor deinem inneren Auge einen Wald vor. Einen schönen, hellen, freundlichen Wald. Es ist hell und ganz angenehm dort. Und du befindest dich in diesem Wald. Du stehst auf einem Waldweg. Ja, du schaust dich dann um und siehst auch nach unten auf den Boden, auf dem du stehst. Du siehst die Erde, das Moos, das Gras und all die wunderschönen Pflanzen. Kannst du den Geruch der Erde wahrnehmen? Das Grün riechen? Du schaust wieder auf und stehst vor einem Baum. Unter diesem Baum wachsen kleine Büsche und kleine Tannen. Sie scheinen wie zufällig dort zu stehen, und doch sind sie die Schöpfung von Mutter Natur. Ja, und dann lässt du den Blick langsam am Baum emporgleiten und nimmst dort alles wahr, was du siehst. In der dichten Baumkrone verweilt dein Blick. Du betrachtest die Äste, die Blätter, die sich im Wind sanft hin und her bewegen. Ja, du siehst den Himmel und einige Sonnenstrahlen schimmern durch die Krone hindurch. Eine wunderbare Stimmung. Langsam gehst du weiter und kannst von weitem eine Lichtung sehen. Ganz gemächlich schlenderst du dorthin. Nun liegt die Lichtung direkt vor dir und du betrittst die Wiese. Du kannst das Gras unter deinen Füßen spüren und vielleicht möchtest du dich gerne hinlegen auf das weiche grüne Gras. Dabei hörst du das Zwitschern der Vögel, wie sie singen und dir etwas erzählen. Und doch ist alles Ruhe, Entspannung und Stille, wohltuende Stille. Genieße noch für einen Moment diesen wunderbaren Zustand. Diese Stille, die im Verborgenen liegt, aber unglaublich viel Kraft spendet. Genieße es für eine Weile.
und dann komm langsam wieder in deinen Raum zurück, wo du dich befindest. Nimm ganz bewusst deinen Körper wieder wahr, wie er auf dem Boden aufliegt und mit Ruhe und Frieden erfüllt ist. Und dann konzentriere deine Aufmerksamkeit wieder auf die kleinen Geräusche um dich herum. Lass all diese Geräusche deinen Körper sanft, aber sicher wieder aufwecken. Und dann stell dir vor, wie die Stille sich aus deinem Körper wieder zurückzieht und der Aktivität Platz macht. Atme tief ein und aus. Bewege Hände und Füße. Lass die Bewegungen größer werden. Und dann streck dich lang und mach alle Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Und komm ganz erfrischt und inspiriert von deinem Waldspaziergang zurück. Ja, und auch hier kann ich dir nur wieder von Herzen empfehlen, mach diese Meditation öfter, sodass sich auch dieser Gedanke, diese Stille, die du empfindest, wo du dich mit in die Ruhe bringen kannst, ja, ein Stück weit trainierst, und dann geht es auch immer schneller. Und du kannst in deinem Alltag über diese Methode gut in die Ruhe kommen und ja, deinen Stress ein wenig abbauen. Viel Spaß dabei. Ich sende dir liebe Grüße, deine Umdenkerin Sandra.